Hallo und herzlich willkommen hier bei Technikups, heute mal mit so einem iPhone, iPad, iTunes Store Info-Video. Und zwar hat Apple alle bisher genehmigten iPad-Apps freigegeben im iTunes Store. Natürlich nicht im deutschen, sondern in dem für die United States. Und wir wollen einfach mal reingucken, was es so für iPad, iPhone-Apps gibt. Und vor allem wollen wir die Frage klären, wenn ich zum Beispiel mir Flight Control, ihr kennt alle Flight Control, das Game fürs iPhone, geladen habe, für das iPhone. Kriege ich das dann umsonst auch da, die iPad-Version? Wie ist das mit iPad, iPhone-Version? Gibt es da Bundles oder muss ich mir das immer neu kaufen? Das wollen wir jetzt alles beantworten. Als erstes gehen wir mal in den amerikanischen iTunes Store, klicken dazu unten rechts auf die Flagge im iTunes Store und wählen dann hier oben die United States aus. Jetzt sind wir im amerikanischen Store, gehen natürlich gleich in den App Store und sehen jetzt hier schon, was neu ist, was in Deutschland noch nicht geht. Ihr habt hier immer diese Buttons, iPhone und iPad. Da könnt ihr natürlich dann auswählen, genauso hier. Und wir sehen natürlich hier beim iPad schon mal die ganze iWork Suite auf Nummer 1. Und wir gehen einfach mal hier rein in den Store und schauen mal, was es so für Apps gibt. Und als erstes sehen wir hier natürlich Pages, Numbers, Keynote, ganz toll. Hier Flight Control, wie ich es angesprochen habe. Dann Plants vs. Zombies, Bento. Weather HD sieht sehr geil aus, muss man sagen. Also wenn ich das so in meinem Dock, wobei natürlich das jetzt hier alles im Querformat ist, das sieht sehr schön aus. Real Racing HD, Nova, natürlich Things for iPad und so weiter. Was aber stark auffällt erstmal sind die Preise. Und zwar, ihr wisst, Flight Control auf dem iPhone 79 Cent bzw. 99 US-Dollar Cent. Und wir sehen das hier 4,99. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Und das wird auch am Anfang erstmal so sein, vor allem hier bei Things fällt es auch auf 20 Dollar, obwohl ich glaube, es kostet 12 Euro. Naja, es sind aber wie gesagt, im Schnitt sind die meisten Programme teurer. Und das wird auch am Anfang erstmal so sein, denn viele, man weiß noch nicht, was kann man für so eine iPad-App verlangen. Und die Entwickler sind natürlich nicht doof und sagen, okay, wir fangen erstmal hoch an. So wie es beim iPhone, ich meine, ganz am Anfang des App Stores waren die iPhone-Apps, da wusste noch keiner, was kann ich dafür verlangen, recht hoch und es ging immer weiter runter und so wird es beim iPad auch sein. Die fangen erstmal hoch an und sehen, okay, das wird mir zu wenig gekauft und dann gehen sie alle ein bisschen runter, dann kommt natürlich auch, je mehr Konkurrenz da ist, umso größer ist natürlich der Preisdruck. Deswegen am Anfang werden die Preise recht hoch sein, für alle, die ungeduldig sind, so wie ich, ist das natürlich ein Nachteil, für alle anderen, die warten können. Die können warten, bis es runtergeht, genauso wie jetzt zu Ostern alle Preise gesenkt wurden. Wird es auch zum nächsten, okay, was kommt als nächstes? Weiß ich jetzt nicht. Sommerflaute, Flaute, weiß ich nicht. Also, wer wartet, kann auf jeden Fall da einiges sparen. Was wir aber jetzt sehen können, wenn wir zum Beispiel auf Flight Control HD reingehen, wir sehen hier, da steht Fett iPad Screenshots drüber. Und wir haben hier die Version 1.01 und können uns hier die Screenshots so ansehen und können hier jetzt nicht iPhone, iPad auswählen. Das heißt, dies ist eine Only-iPad-Version. Das heißt, wenn ich für Flight Control mir die iPhone-Version gekauft habe, muss ich die iPad-Version neu kaufen. Das heißt, die ist nicht mit dabei. Genauso ist das eigentlich meiner Meinung nach, es steht wohl noch nicht so ganz, ist noch nicht ganz hundertprozentig sicher, ich habe noch nicht gefunden. Aber meiner Meinung nach ist das so, wenn ihr ein iPhone-App gekauft habt, müsst ihr auf jeden Fall bisher alle iPad-Apps, die es gibt, neu kaufen. Was aber in Zukunft hinzukommt, sind so Universalprogramme. Und das finden wir zum Beispiel hier einfach mal, wenn wir auf WordPress gehen. Da sehen wir hier, können wir erstens bei Screenshots auswählen, iPhone und iPad. Und da sehen wir schon, das gibt es für beides. Und hier steht es auch, Version 2.4 ist eine Universal-App. Das heißt, wenn ihr die kauft, kauft ihr sowohl die iPhone als auch die iPad-App. Bei WordPress, okay, das ist jetzt umsonst. Aber ihr kauft dann halt beide. Und so ist das in Zukunft, wenn ihr, also wenn das dann so aufgebaut ist, dass ihr bei den Screenshots iPhone und iPad aufsehen könnt. Und normalerweise müsste auch überall stehen, dass es jetzt eine Universal-App ist. Und natürlich meistens steht es dann auch in der Beschreibung. Dann wisst ihr, okay, wenn ich das kaufe, dann habe ich sowohl fürs iPhone als auch fürs iPad und muss nicht doppelt kaufen. Weil es gibt natürlich wirklich Programme, die sich anbieten, auf beiden Geräten zu haben, wie zum Beispiel ICQ oder sonst was. Natürlich bedeutet das nicht, dass das genau dieselbe App ist, sondern ihr kauft eine iPhone-App. Ihr seht, die sieht hier komplett anders aus als die iPad-App. Trotzdem ist das ein Paket, was ich sehr, sehr gut finde, diese Idee. Ich hoffe, das wird sich durchsetzen. Was wir dann auch noch haben, ist ja natürlich die iPhone-Only-Apps. Das heißt, wenn ihr jetzt eine iPhone-App, ihr könnt ja jede iPhone-App auf dem iPad nutzen. Das heißt, wenn ihr eine iPhone-App schon gekauft habt, dann könnt ihr die natürlich auch
so auf dem iPad nutzen, ohne sie nochmal kaufen zu müssen. Wobei diese natürlich nicht fürs iPad angepasst sind. Wenn ihr jetzt eine iPad-Only-App kauft, könnt ihr auch nur auf dem iPad nutzen und nicht auf dem iPhone. Das heißt, wir haben iPhone-Only und iPad-Only-Apps und wir haben diese Universal-Apps. Und das ist wirklich so dieses Problem. Das heißt, wir können nur darauf hoffen und davon ausgehen, dass die meisten in Zukunft dieses Universal-Bundles anbieten werden. Das heißt, ihr kauft mit einem Schlag beide. Oder vielleicht auch, dass es Universal-Bundle gibt und die beiden Only-Apps, wobei dann wird der App Store wieder so zugespammt. Also schauen wir mal, wie es sich entwickeln wird. Was wir erstmal sagen können, die Preise am Anfang sind hoch, aber das wird auch noch runtergehen. Und es gibt viele schöne Apps, die man echt, die es sich lohnt vorzustellen. Also iWorkSpeed, ganz toll. Dann ReRacing HD natürlich. Ist schon auf dem iPhone Hammer, aber mit dem größeren Bildschirm und der besseren Grafik und Performance noch viel besser. Auch bei Flight Control haben sie einiges gemacht, noch hinzu. Und es gibt viele, viele tolle Apps. Ich finde jetzt hier gerade auf den ersten Schlag nicht so welche. Aber ich könnte euch eine Seite empfehlen. Und zwar haben wir hier landingpad.org. Die zeigt euch hier schicke iPad-Apps. Entschuldigung. Und hier könnt ihr auch ein iPad gewinnen, aber nur, wenn ihr einen Sitz in den USA habt. Oder jemanden kennt vielleicht. Und ihr seht hier zum Beispiel Things fürs iPad. Sieht sehr geil aus. Hier nochmal Weather HD. Dann haben wir hier Curse Notes und Game Table. Auch sehr schick bei Game Table. Ihr könnt auch hier direkt den Link zur Homepage. Ist hier nicht, ihr seht, hier ist ein Kartenspiel dabei. Da ist auch eine Schachversion dabei in diesem App und Poker. Und das sieht alles natürlich sehr geil aus. Ich kann mir sowieso Brettspiele auf dem iPad ganz toll vorstellen. Auch so für mit mehreren Leuten. Und auch Flight Control hat zum Beispiel jetzt ein Multiplayer am selben iPad eingerichtet. Und das ist sowieso, wofür das iPad auch sehr gut geeignet ist, halt mit mehreren Leuten am selben Gerät zu spielen. Wir haben hier Auditorium und es gibt, glaube ich, noch ein weiteres bisher. Ihr könnt ihr auch euer eigenes hier abschicken. Genau hier ein Mixer, was auch schon ganz oft vorgestellt wurde. Sieht auch sehr geil aus. Würde ich gerne mal antesten, wenn ich mein iPad dann endlich habe. Aber ich hoffe, Ende April ist es dann auch soweit. Ja, das war es soweit von diesem Video. Wollen wir es nicht allzu lang machen? So eine kurze Information. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es war interessant. Und wenn ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Also gute Nacht, Leute. Bei mir ist es spät. Bei euch, wenn ihr es seht, ist es wahrscheinlich erst morgen früh. Dann guten Morgen, guten Nachmittag, guten Hunger, wie auch immer. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.